30 gegen 30 Gefechte auf gewaltigen Karten erwarten euch an der Front. Zum Mitmachen braucht ihr ein Fahrzeug der Stufe 8. Falls ihr noch keins habt, müsst ihr nicht auf den Modus verzichten. Mietet einen Panzer. Ihr könnt den T-44 FL für Kreditpunkte und Premium-Panzer für Gold mieten. Als netter Bonus sammelt sich das für die Miete ausgegebene Gold an. Später könnt ihr es als Rabatt beim Kauf von Premium-Fahrzeugen verwenden. Die einfachste Mietoption bietet der mittlere Panzer T-44 FL. Ihr könnt ihn für eine Front-Episode für 240.000 Kreditpunkte mieten. Kämpft ein paar Gefechte und eure Investition hat sich im Nu ausgezahlt. Ihr könnt auch die Miete für eine weitere Episode verlängern und zahlt dann nur den halben Preis, 120.000 Kreditpunkte. Zu viel Aufwand? Mietet den T-44 FL einfach für die ganze Saison für 1.500 Gold. Der Preis fällt mit jeder neuen Episode. Allerdings ist ein Panzer nicht genug, um die Front zu meistern. Mietet Premium-Fahrzeuge. Probiert ersehnte Fahrzeuge günstiger aus und erhaltet außerdem mehr Einkommen in Frontgefechten. Pro Episode sind je ein mittlerer und ein schwerer Premium-Panzer verfügbar. Sie sind Kopien von regulären Premium-Fahrzeugen und haben dieselben Eigenschaften. In der ersten Episode sind Panzer 58 FL und T-34 FL verfügbar. Insgesamt gibt es 5 Fahrzeugpaare. Sie ändern sich jeweils mit Beginn einer neuen Episode. Nach Episode 5 geht es von vorn los. Ein mittlerer Mietpanzer kostet 500 Gold für eine Episode. Ein schwerer Panzer kostet 800 Gold. Ihr könnt den Mietzeitraum jederzeit verlängern, selbst wenn das Fahrzeug nicht im Fahrzeugpaar der laufenden Episode enthalten ist. Die Mietverlängerung kostet weniger, 400 Gold für einen mittleren und 600 Gold für einen schweren Panzer. Ihr wollt dauerhaft Zugang zu den Premium-Fahrzeugen für die Front? Kein Problem! Die Mietkosten für die gesamte Saison hängen vom Fahrzeug ab und fallen mit der Zeit. Beispielsweise könnt ihr den T-34 FL ab der ersten Episode für 4000 Gold mieten. Hinsichtlich der Kosten je Episode bietet die Saisonmiete die vorteilhafteste Option. Ihr könnt beliebig viele verfügbare mittlere und schwere Panzer mieten. Mietet ihr einen Panzer an den letzten beiden Tagen einer Episode, also Samstag oder Sonntag, bekommt ihr sie für diese beiden Tage und die ganze nächste Episode. Das macht 9 Tage für den Preis von 7. Das gleiche betrifft den T-44 FL zur Miete für Kreditpunkte. Die Option ist aber nur beim ersten Mieten eines Fahrzeugs verfügbar und gilt nicht für Verlängerung. Das für die Miete ausgegebene Gold wird in einem Topf gesammelt. Ihr könnt ihn später in einer der Episoden als Rabatt beim Kauf der Mietfahrzeuge im Spielladen verwenden, egal ob ihr sie gemietet habt oder nicht. Hier ein Beispiel. Ihr habt ein Fahrzeug gemietet, wollt aber ein anderes kaufen? Kein Problem. Ihr könnt das Gold aus dem Topf ausgeben, wie ihr wollt. Der Rabatt hängt von der Goldmenge im Topf ab. Zum Beispiel kostet der T-34 FL 12.000 Gold. Habt ihr 6.000 Gold im Topf, braucht ihr nur die Hälfte zu bezahlen. Wenn ihr wollt, könnt ihr so genug Gold für 100% Rabatt sammeln. Kämpft an der Front, mietet Fahrzeuge und kauft Premium-Panzer günstiger.